Herzlich willkommen beim Unpack unserer wunderschönen Tropico 5 Day One Edition. Das lohnt sich für euch an alle Aufbausimulatoren, digitale Diktatoren und wer mit dem Thema was anfangen kann. Ich möchte euch als erstes natürlich hier mal, das ist schön, ne? Ja, mit Schuber haben wir das extra gemacht, mit großer Flappe, wie wir das immer nennen. Wie immer. Wie immer. Willst du dich kurz vorstellen? Ja, das bin ich. Ne? Und so richtig meinst du? Du existierst ja auch. Ich existiere, ja, ich habe sogar so meine eigene Raumzeit, ja. Wie mein Chef immer sagt. So, mein Name ist Bernd Bärheide. Hallo Chef. Mein Name ist Bernd Bärheide, ich bin der PR-Manager von Calypso Media. So, und da ist sie auch schon, die wunderschöne. Echt, ist es nicht toll? Total. Ja, die DVD-Verpackung. Zellophaniert. Zellophaniert. Und dann machen wir or else. Ihr kennt es. Aufmachen or else. Na, wir wollen ja für El Presidente stimmen. Jetzt muss ich das nur mit meinen dicken Fingern hier mal aufkriegen. Ja, da hört es schon auf. Ja, da schon da hört es auf. Also ist ja schlimm. Ach, komm her. Ich mache mir gleich einen Kaffee. Echt? Ja, irgendwie, weil es lange dauert. Ja, man muss das auch ein bisschen zelebrieren, also Stefan, bitte. So, ich schmeiß das jetzt nur für jetzt auf den Boden, das werden wir natürlich gleich alles wunderbar entsorgen. Dann machen wir es mal auf. Ich mache mal hier ein bisschen Platz. Hier, Tropico, die Tropico-Fahne, nicht zu vergessen. Die Zeitscholle-Fahne. Ja, wie immer halt, ne? Tropico 5, ja. Or else. Vote for El Presidente. Kannst du mal die Rückseite zeigen? Aber sehr gerne. Guck mal. Wir haben auch viele schöne Zitate schon im Vorfeld sammeln können. Das war sehr schön. Der Presse hat sehr gut gefallen. Und ich glaube auch, dass die Tests ganz ordentlich werden, um das mal entspannt zu nennen. Nein, ich weiß von nichts. Mein Name ist Hase. Ich habe auch die schäle Hütchen auf. Vor allen Dingen, warte mal, ich muss mal auf die. Komm mal mit dem Kopf ein bisschen runter. Was für eine Mütze das überhaupt ist. Ich weiß gar nicht, ob man das so erkennen kann. Alter. Die habe ich auf der E3 irgendwann mal gekauft. Frag mich nicht, warum die da so Military-Mütze sind. Na, du, Military geht immer. Amerika. So, ach, guck mal. Da kommt, weil es schon so voll ist, kommt es uns alles entgegen. Ich packe es nochmal schnell hier in die Ecke. So, man sieht's. Wir fangen mal mit den schönen Sachen an, die hier alle drin sind. Also, eine Karte. Könnte Mutti eine schöne Karte schicken. Aus dem Urlaub in Tropico. Auf der anderen Seite habt ihr dann auch alle Möglichkeiten, da was zu tun. Und Kaffeeflecken. Ja, gut, Entschuldigung. Sind schon drauf. Ja, sorry, genau. Ja, und natürlich, ihr seid mit dem Erwerb der Tropico 5 Handelsversion natürlich Bürger von Tropico und habt einen kleinen Pass dabei. Könnt ihr dann eintragen, was ihr haben wollt und wie ihr euch geben möchtet. Es ist natürlich auch im Spiel so, dass ihr entsprechend schöne Charaktere selber erstellen könnt, Avatare natürlich. So, sehr gut. Die Karte, der Reisepass und jetzt das Highlight, der Tropico Reisepass, der satirische Reiseführer. Großartig. Magst du den Titel einmal vorlesen? Ja, das Land der Dichter und Henker. Genau. Sehr gut. Und wir haben auch einige sehr schöne Zitate. Ja, wir haben es vorher an die Presse geschickt. Genau. Die halten mich hier in der Druckerei gefangen. Bitte helfen Sie mir. Genau. So viel gelacht habe ich zuletzt bei der Erstausgabe der Bibel. J.Esus. Genau. Ja, wer auch immer das sein mag. Ja, und es ist außerdem günstiger als Toilettenpapier. Hier auch nochmal die Rückseite. Wir haben uns sehr viel Mühe gegeben mit diesen Texten zu Tropico. Ich glaube, wir sind mit der satirischen Art und Weise des Spiels mit dem Reiseführer auch schon sehr nah dran am Original, würde ich sagen. Also, da habt ihr jede Menge Seiten, die ich zähle mal genau, das sind 32 Seiten geballte Satire zum Thema Tropico und rundherum. Es ist, glaube ich, wird für den einen oder anderen Lacher sorgen. Sehr, sehr schöner Reiseführer. Gibt sowas selten und ich glaube halt auch von Texten her ist es doch sehr intensiv, wenn ich das mal so sagen darf. Wir haben da alles abgedeckt vom Thema Tourismus über Wetter, über das Land Tropico, Sehenswürdigkeiten. Ja. So, und natürlich ein Standard hier. Billiger, Tropican Telephone. Ja, zack, da ist er, der El Presidente. So, und wir haben natürlich ein Handbuch. Wir haben uns ja mehr Mühe gegeben mit dem Intro und mit dem Tutorial. Deswegen ein kurzes und knackiges
Handbuch, immerhin ist ein richtiges Handbuch drin, ne? Also es sind schon Seiten, also ist nicht so wie bei anderen Publishern, das darf man ja auch mal sagen, dass da irgendwie nur so ein Zettel bei liegt, aber das Wichtigste ist auch dabei, der Key. Mal halt doch mal auf den Key drauf, dann kannst du den gleich wieder, hoch, was ist hier zittert, hoch, ist auch blöd. Also man kann da gar nichts anfangen, weil ist ein Calypso-Launcher-Key. Richtig. Dann muss er schon die CD haben. Ätsche, bätsche. Ja, so, aber ihr könnt es trotzdem mal versuchen. Ja? So, also, für 40 Euro UVP, denke ich, bekommt ihr echt ein super Package. Also echt hunderte Stunden Spielspaß mit Tropico im Sandbox-Modus in der Kampagne. Mit Multiplayer, nicht zu vergessen. Erste Mal Multiplayer. Ja, das Tropico ist an sich sehr, sehr sehr, sehr neu. Nein, es ist extrem vieles Neues. Wir haben viele Mechaniken behalten, die Sinn gemacht haben, aber Tropico 5 hat in sich, die, zum Beispiel vor allen Dingen in der Kampagne merkt man es mit den Epochen und mit diesen mit der Dynastie und diesen ganzen neuen Features, dass man sich durch die Epochen arbeiten muss. Das ist wirklich ein sehr schönes, rundes Paket, was Tropico 5 bietet, und ich denke vor allem auch, wenn ihr in der Presse lest, wie das Spiel ankommt, sollte diese Verpackung dafür sorgen, dass es euch dann letztendlich vollkommen überzeugt, weil das ist eine nette Geschichte. Sollte jeden überzeugen. In der Tat. So, ich esse jetzt einfach hier mal. Ach so. Wir haben ja noch eine volle Tropico. Ja. Radiergummi, würde ich sagen. Radiergummi? Man kann es ja mal versuchen. Genau. Wir versuchen es mal zu radieren. Ja, können wir mal gucken, ob die. Welche radieren wohl am besten? Ich glaube, die Grünen radieren am besten. Grün mag ich aber mehr. Du mal, achso, gut. Ja, dann ich habe nicht noch einen Grün für dich. Nee, aber. Dann kannst du essen. Sonst gibt es einen Grün nur woanders. Aber hier. Guck mal. Nee, aber kann man auch gut essen. Dann isst du mal, ich mache einen schönen Wegschwenk. Ist ja auch ästhetisch gesehen bei dir. Ja, mach weg. Mach weg. Ja? Wiedersehen, so gehört das rein. Nein, so rum gehört das rein. Und ich mache es noch dazu, dann gehört es rein. Ah, ich habe die Hälfte vergessen, um Gottes Willen. Meine Mutter. Achso, wann hast du vergessen? Nein. Ja, vergessen, eine tolle Karte reinzutun, aber die wollte ich eh auch an Mutti verschicken. So, kannst du sehen. Ciao.